Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge McAllisters Outdoor Cooking und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bei madigen 7 Grad draußen Außentemperatur werden wir wieder ein leckeres Mittagessen zubereiten. Es gibt einen Kassler Jägertopf bzw. Kassler Jägersteaks aus dem Dutch Oven und das werden wir heute dann machen. Für euch noch die Info, wenn euch mein Content gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal, damit könnt ihr mich unterstützen. Und dann hätte ich gesagt, wir legen los und es beginnt nach dem Intro. Viel Spaß! Wir legen los mit unseren Zutaten. Da haben wir als Hauptdarsteller heute einen schönen Kasslerbraten mit guten 2 Kilos. Wir brauchen bei Jägersoße Champignons. Ihr könnt natürlich die Pilze verwenden, die euch am besten schmecken. Da gibt es keine Mustervorgabe, aber Champignons sind immer am leichtesten erschwinglich und von dem her empfehle ich ja immer die Champignons und mir persönlich schmecken sie auch am besten. Dann brauchen wir Petersilie. Wir brauchen zum Würzen meinen Topfgeldjäger. Wir brauchen ein bisschen Mehl, Butter. Hier haben wir Rinderbrühe. Dann brauchen wir hier ein bisschen Metaxa, wir haben Baconstreifen, wir brauchen Creme Fraiche und ein bisschen Sahne. Ihr kennt das Spielchen, das ausführliche Rezept sowie die genauen Mengenangaben, alle verwendeten Produkte, Gewürze und Soßen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach die Infobox aufklappen und dann hätte ich gesagt, bereiten wir uns unser Kasslerfleisch vor und damit starten wir jetzt. Wie auch schon im letzten Video bei meinem Braumeister Steaks werden wir das Ganze heute so zweiteilig machen. Wir werden uns jetzt erst Steaks aus unserem Kasslerbraten hier rausschneiden und die werden wir dann erstmal auf dem Grill hinten angrillen. Danach geht es dann weiter, dass wir auf dem Dutch Oven kochen werden. Nochmal schnell vielleicht zum Kasslerbraten selber hier. Also das ist jetzt nicht Kassler, wie man es klassischerweise kennt, das dann schon vorgebrüht ist, sondern das ist die rohe Variante davon. Also an sich noch rohes Fleisch, das einfach nur gesalzen bzw. bisschen gepökelt ist. Ja, das ist die ganze Kunst, was wir hier einfach haben. Also wenn er beim Fleischer einfach mal anfragt nach einem Römerbraten, so nennt sich das Ganze hier, sollte er dann auch ja, eigentlich bekommen. Und dann werden wir uns jetzt hier erst einmal schöne Steaks aus unserem Kassler bzw. Römerbraten hier rausschneiden. Wie dick das euch die Steaks rausschneidet, das macht ihr nach individuellem Gusto. Ich schneide hier ein bisschen dicker, denn sonst sind die nach dem Angrillen schon komplett durch und das möchte ich nicht. Und die sollen nachher in unserer Soße ja noch ein bisschen schmoren. Also hier mit guten 2 cm fahren wir da richtig gut. Und dann sind unsere Steaks ja auch fertig. Und das Schöne an dem Kassler bzw. Römerbraten ist, das musst du nicht mehr salzen. Also man kann da jetzt maximal noch Pfeffer mit dazugeben. Aber das holen wir uns dann auch später den Geschmack durchs Kochen. Und wie gesagt, weil das ja alles schon eingesalzen ist, brauchen wir da kein zusätzliches Salz mehr jetzt beim Angrillen mit dran geben. Was ich vorab noch sagen möchte, wir haben ja hier eine leichte Umrötung bekommen. Also das heißt, es ist mit Nitritpökelsalz hier gearbeitet worden. Jetzt werden dann sicherlich wieder die Aufschreie kommen, wenn man das Ganze dann angrillt, ist krebserregend, tralala. Ich sage immer wieder, die Menge macht das Gift. Bacon brät man sich ja auch an, der ist auch umgerötet und den brät man sich ja auch in der Pfanne an. Von dem her, es ist vom Prinzip her so nichts anderes wie Bacon auch. Und von dem her bin ich da relativ schmerzfrei und habe da keine Bedenken, wenn ich mir das jetzt dann am Grill angrille. Ja, und dann sind wir auch schon beim Stichwort. Wir gehen jetzt hinter an den Grill, denn wir sind mit den Vorbereitungsarbeiten hier weitestgehend durch. Und genau, dann sehen wir uns hinten wieder. Und da habe ich hier meinen Webergrill. Ich habe wieder den mittleren und den rechten Brenner angeschalten. Die 2 Zonen reichen uns für unsere 8 Steaks, die wir haben. Und dann werden wir uns die hier erst einmal dezent auflegen. Von der Dauer her grillen wir das Ganze jetzt wieder so lange an, wie man normale Steaks eben grillt. So, dass ihr sagen würdet, so würdet ihr das jetzt euren Gästen servieren. Also, dass die einfach schon gut angegrillt und angebraten sind. Und da machen wir jetzt erstmal den Deckel zu. Und nach guten 10 Minuten haben unsere Kassler Steaks hier schön Farbe bekommen. Das passt uns so und die werden wir uns jetzt erstmal wieder in unsere Schüssel hineingeben. Dann geht es jetzt weiter an unserem Dutch Oven Tisch. Das ist der Dutch Oven Gastisch von Barbecue Toro. Wir haben einen 6er Dutch Oven und da fahren wir jetzt mit dem Brutzeln an. Den habe ich schon aufheizen lassen, den Dutch Oven. Und wir beginnen, dass wir uns unsere Champignons anbraten. Dann geben wir hier erst einmal einen großzügigen Schluck Öl rein. Und die Champignons dürfen sich dazu gesellen. Wer möchte, kann jetzt hier Zwiebeln mit anbraten. Kann man machen, ich lasse heute mal weg.
Und ihr kennt das Spielchen, unsere Champignons werden jetzt erst einmal dann ordentlich Wasser lassen, beziehungsweise Volumen verlieren, indem sie ihr Wasser lassen. Wir schauen jetzt einfach, dass wir die Champignons bei regelmäßigem Durchrühren einfach mal schön anbraten. Die Tücken des Herbst machen sie jetzt langsam wieder bemerkbar. Jetzt steigt wieder der Rauch auf und das verzerrt natürlich ein bisschen das Bild. Aber wir versuchen das Bestmögliche draus zu machen. So, unsere Champignons sind jetzt schön angebraten, haben auch gut Farbe bekommen. Die sind jetzt auch noch nicht gesalzen. Normalerweise bin ich ja Freund, dass ich so Champignons immer salze. Aber wir haben ja auch noch unseren Bacon. Und den geben wir jetzt mit dazu. Und den lassen wir hier zusammen mit den Champignons erstmal nur ein paar Minuten anbraten. Und dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir das Ganze ablöschen werden. Ich habe euch in den Zutaten ja den Metaxa vorgestellt. Ihr könnt da alternativ auch Weißwein verwenden, aber ich nehme immer gerne den Metaxa, weil ich den Geschmack einfach gern mag. Und wir löschen jetzt hier alles mal großzügig ab. Und dann flambiere ich das Ganze auch immer recht gerne. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Und dabei aber äußerste Vorsicht. Und wieder mal der Alkohol verbrennt weitestgehend jetzt hier und zurück bleibt einfach nur der pure Geschmack. Wann merkt man, wann das meiste vom Alkohol verbrannt ist? Ab dem Moment, wo die Flammen ausgehen und der Rauch wieder einsetzt. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Und schon ist es auch geschehen. Wir haben jetzt hier schon ein geiles Sößchen. Wir rühren jetzt mal alles durch, lösen uns da die ganzen Röstaromen vom Boden raus, was da eventuell entstanden ist. Und dann lassen wir das Ganze so weiter mal dahin köcheln, bis die Flüssigkeit weitestgehend wieder weg ist. Für die spätere Bindung unserer Soße werden wir jetzt ein bisschen Mehl hier drüber geben. Das war jetzt ein guter Esslöffel voll und dann haben wir hier noch ein bisschen Butter. Und so bekommen wir dann den Effekt wie so eine Art Mehlschwitze hier drin. Wir rühren alles kräftig durch und warten, bis die Butter mal komplett geschmolzen ist. Da müsst ihr jetzt auch ein bisschen aufschauen, dass euch da nichts ansetzt mit dem Mehl. Und genauso soll es hier ausschauen. Und dann werden wir das Ganze jetzt mit unserer Brühe ein bisschen aufgießen. Ein Liter habe ich da. Werde aber jetzt nicht den ganzen Liter verwenden. Jetzt werden wir das Ganze dann noch würzen mit meinem Topfgeldjäger-Gewürz. Das ist eigentlich so ein schönes Wildgewürz, aber hat richtig geile Gewürze, die auch hier besonders gut passen. Vor allem Sachen wie Piment, Knoblauch, Thymian und so das Wacholderbeerige. Und da werden wir jetzt hier mal ein bisschen was dazugeben. Nicht zu viel, sonst wird es zu intensiv. Dann geben wir jetzt noch einen Schluck Sahne mit dazu. Mal so gute 100 Milliliter. Und wir verrühren das Ganze wieder. Und langsam aber sicher entsteht hier ein richtig schönes Jägersüßchen. Jetzt kocht das Ganze auf. Ihr könnt jetzt eure Steaks hier schon mit dazugeben. Aber ich möchte das alles nur ein bisschen einreduzieren lassen und nochmal ein bisschen warten. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal 2-3 Minuten hier so offen, ganz hart vor sich dahin kochen. Und dann geben wir jetzt unsere Steaks hier mit dazu. Unser Kasslerfleisch, unseren Römerbraten, wie auch immer ihr das nennt. Und ich hätte gesagt, das sieht schon mal richtig fantastisch aus. Den ausgetretenen Saft, was wir hier haben, den kippen wir auch mit dazu. Das ist alles blanker Geschmack. Dann geben wir jetzt den Deckel von unserem Dutch-Ofen drauf. Apropos Deckel, das ist die Sonderedition von mir und dem Barbecue-Bär. Eigentlich ein neuer Dutch-Ofen, aber ihr seht, der Deckel passt auch auf dem 6er Dutch-Ofen. Gibt es zu kaufen bei Barbecue Toro, wenn ihr da Interesse habt, findet ihr auch alles unten in der Videobeschreibung. Werbung Ende. Und dann macht ihr das jetzt alles nach persönlichem Gusto, je nachdem, wie weich ihr euer Fleisch haben mögt. Aber ich sage jetzt einfach mal wieder nur pauschal eine halbe Stunde, dass wir unser Fleisch jetzt hier auf leichter Hitze dahin köcheln lassen. Dann sollte es perfekt sein. Dann ist der Geschmack vom Fleisch schon ein bisschen in die Soße mit eingedrungen. Das alles ein bisschen durchgezogen. Das Fleisch hat aber trotzdem noch Biss, ohne dass es zu weich wird und wir wieder eine Art Pulled Pork haben. Genauso, finde ich, sollte sowas dann auch sein. Wir werden in der Zwischenzeit jetzt drin unsere Spätzle vorbereiten, denn die gibt es heute wieder als Beilage dazu. Und dann sehen wir uns dann in einer guten halben Stunde wieder. So, Freunde, da sind wir wieder. Die halbe Stunde ist jetzt rum und wir schauen mal in unser Töpfchen hinein. Und das ist das schönste Geräusch auf der Welt, wenn im Dutch Oven was so dahin blubbert, wie es hier tut. Und ich finde, das schaut richtig gigantisch aus. Wir haben trotzdem so eine leicht, ja,
hellbraune Soße bekommen. Also so muss ein Rahmsüßchen bzw. Champignon-Rahmsüßchen ausschauen. Was jetzt hier noch ist, das Ganze ist mir ein bisschen zu dünnflüssig. Da hätte man ruhig noch mehr Mehl dazugeben können, aber das werden wir jetzt im Nachhinein noch ein bisschen bearbeiten. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen erstmal rüber an den Tisch, denn wir haben ja noch Creme Fraiche und Petersilie und drüben am Tisch werden wir das Ganze dann finalisieren. Und Freunde, da kann einer sagen, was er will. Das sieht einfach nur geil und schmackhaft aus. Zum Andecken, Finalisieren müssen wir uns jetzt die Steaks nochmal ganz kurz herausnehmen, denn sonst können wir hier drinnen gescheit umrühren. Die sind dann nur im Weg. Und dann nehmen wir uns jetzt eben hier so einen Löffel oder zwei von der Creme Fraiche und geben das mit dazu. Genauso unsere Petersilie. Wenn ihr frische habt, nehmt ihr frische. Ich habe gestern leider keine mehr bekommen, deswegen muss die TK herhalten. Und dann werden wir hier alles nochmal großzügig vermengen. Ja, und mit der Creme Fraiche verliert das Ganze wieder seine schöne Farbe. Also das ist jetzt sehr schade. Das mit dem Andicken erspare ich mir jetzt auch. Das mache ich dann drinnen, wenn wir dann essen. Deswegen jetzt einfach nur noch mal schnell die Steaks für euch mit rein, dass ihr seht, wie das Ganze dann final so aussehen kann. Und auch für ein schönes Titelbild. Ja, Freunde, und dann sind wir am Ende vom Video angekommen. Ich werde mir jetzt hier so ein kleines Steak hier schnappen und werde mir das hier in meine Probierschüssel hineingeben. Dann schnappen wir uns da noch ein bisschen Sauce mit Champignons dazu. Ja, und dann hätte ich gesagt, wir probieren das Ganze. Ich sage guten Appetit schon mal im Voraus. Also ich freue mich echt wie ein Wahnsinniger jetzt hier. Und schaut euch das geile rosane bzw. rot gepökelte Fleisch an. Mega, mega geil. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Und dann guten Appetit. Mega, Freunde. Also Soul Food von einem anderen Stern. Richtig geil, was ganz was anderes, wie wenn ihr jetzt ganz normales Nackenfleisch habt. Dieser Römerbraten ist absolut top. Eine richtig geile, leckere Champignonsoße, die wir hier einfach dann gemacht haben. Eine Jägersoße, nennt das Ganze wie ihr wollt. Fantastisch. Besser geht Essen nicht. Also absolut geil, vor allem bei so grauem Wetter, wie wir es jetzt aktuell ja in der Herbstzeit haben. Bombe. Müsst ihr nachmachen, könnte man glauben, werdet ihr begeistert sein. Und mehr möchte ich hierzu auch nicht sagen, denn meine Autos schauen eh die wenigsten. Und von dem her, glaubt es mir einfach, hammer, hammer geil. Ja, wie gesagt, wir werden uns jetzt hier Spätzle dazu schmecken lassen. Und die haben wir drin schon vorbereitet. Wir wärmen das Ganze jetzt nochmal auf, bis sie andicken. Und schon ist ein perfektes Sonntagmittagessen fertig. Und mit diesen Worten komme ich dann auch zum Ende. Hat es euch gefallen, gebt mir einen Daumen nach oben, freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten vom Kanal sein, hier drüben gerne jederzeit nachholen. Ich bin raus, sagt danke fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns wieder, euer Mac Alistair. Macht's gut, ciao, ciao.